Im Moment leben alle noch. Wer weiß, wie lang. War das jetzt mit Elden Ring? Samstag oder wann? Ja, genau, Samstag. Wenn das Spiel bis dahin ankommt. Also im besten Fall machen wir das dann. Spielen wir dann unseren Part zu Ende? Genau. Was steht da? Gnu hat das Spiel in circa 5 Stunden durchgespielt. Ja, sorry, wir sind ja. Ich weiß nicht, wie die das macht. Wir waren eigentlich wirklich. Wir haben kaum dazwischen gelabert. Wir haben immer. Wir haben ein paar Sachen halt dann natürlich doch gesucht und so. Ja, gut, aber das wird ja Gnu auch gemacht. Gnu wird ja nicht sofort. Oder der hat sich die Lösung anguckt. Klar, wenn sie natürlich weiß, wo alles ist, ja, witzig. Ja. Also wir wären um 8 bei 5 Stunden. Wir haben ungefähr um 3 angefangen. Hm. 4 Stunden 37. Und die Frage ist ja, man kann das Spiel natürlich schnell durchspielen, wenn du alle tötest. Ja. Ne? Ihr labert ja jetzt viel rum und spielt nicht. Willst du mich verarschen? Wir haben die ganze Zeit, während wir gelabert haben, gespielt. Aber ich höre sie. Sieht aus, als hätten die da unten viel mehr Spaß, als wir hier oben. Over. Macht nichts, solange sie ihre Party alleine feiern. Jens, du kannst ja nochmal vielleicht nachgucken, wo wir gerade sind. Over. Augen auf. Pizzateig wird auch bereits gefertigt. Sehr gut, danke schön. Dankeschön. Gehe im Umkreis auf Patrouille, durchsuche die Ruinen. Hm. Oh, wir sterben! Oh Gott! Oh! Durst. Also ich soll jetzt allgemein einfach hier rumwatschen, ja, ne? Sieht ein bisschen durchgebrannt aus. Du sollst auf Patrouille gehen und die Ruine durchsuchen. Okay, also eigentlich wirklich nur gehen. Nein? Nicht? Mm-mm. Nein. Okay. Hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Mm. Ihr seid im Irakkrieger zum 4. Mal. Was willst du jetzt? Ich hab doch überhaupt nichts mit Ägypten gesagt. Wie raffiniert. Ja. Sie fälschten eine Ausgrabung, um Grabräuber abzulenken. Sie wussten, dass hier unten was Besonderes war. Okay. Nicht so weit. Wenn sie uns angreifen, dann wahrscheinlich vom Abgrund aus. Wenn? Noch so optimistisch, Lieutenant? Ich sag's dir, der Colonel würde seinen Arsch verlieren, wäre er nicht angewachsen. Ist unser neuer Freund da unten? Salim? Nee, der ist weg. Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Ach, wow. Keine Ahnung. Okay. Wie lange, oh Gott, ich meinte, wo wir. Das weißt du, das weiß er. Ach so, okay. Sorgen für Gleichgewicht. Ich hab von. Aber gut, wenn Jens gerade Pizza macht, dann kann er nicht gleichzeitig googeln. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Verdammt! Hätte Eric Luftunterstützung erbeten, würden die das Signal empfangen. In den Arsch gefickt vom Ofen. Siehst du, da! Nein, wir schaffen das alleine. Du! Bin das Funkgerät. Das hattest du auch gerade noch. Das war ein bisschen woanders, glaube ich, oder? Das war das, wo du gerade gucken das? Warst, ja klar. Oder nicht? Hey, wo bin ich denn jetzt? Da weiter. Ja, könnte sein, das ist deswegen nichts. Ja. Ja, Tatsache. Daneben leuchtet oder? Auch ja. Was, hast du das gesehen? Ja, das hatte ich, das war die Karte. Hat schon gewundert, warum man sich das angucken kann. Das Ding wurde doch sabotiert. Aber warum nur? Was Besseres haben wir nicht. Wenn sich was bewegt, Rückzug. Drin ist es sicherer. Danke. Gute Arbeit, Sergeant. Da
Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Rauchen. Wo ist mein Feuerzeug hin? Was geht? Es ist nichts. Das hab selbst ich verstanden. Diesen Wink bin zornvoll. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Sendcom rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß nicht, ich bin kein Techniker. Mervyn hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Der mit der Brille, der durch den Lehrer gespielt hat oder so. Ach, vielleicht sieht er ihm auch neu ähnlich. Er möchte gehen im Club, du, den ich habe mit Hennen. Du genannt, du hat die Wähne. Und dann schaffst du die Ruhl. Viel Ruhl hinweg. Oh, der hat Ruhl. Salim. انت كنت اسمعني ارجوك اسمعني قتلوا الامريكان كانوا هيقتلون انا اسمعني انا شفت غول بعناية دول وقتلت واحد اخلص وامشي ورايا انت سامعني خالص لا انت سامعني دلوقتي يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن اختار مويا لعنك استنى انا جاي شايت اسا Bring den Sender zum Laufen, sofort! Ich brauch mal Zeit! Colonel, verschanzen Sie sich im Tempel! Ich bleibe hier. Sie müssen zu den Kameras die Flanke schützen. Ich mach das! Lieutenant, ich... Ich sagte, ich mach das! Los! Scheiße! Das wird nichts. Halt! Still! Das Arschloch! Nimm uns doch rein! Was macht der Hans? Wir gehen in Lina! Ich los! Nein! Denk nicht einmal daran! Flanke angreifen! Nur so werden wir diesen Clown endlich los! Gib mir Deckung!
Seine Flanke! Krieg keinen guten Schuss! Was stimmt nicht mit dir? Bleib hier! Ja, ich bin voll Idiot. Na, wen haben wir denn da? Komm, schieß drauf. Ich hab daneben. Ernsthaft? Ja. Rappe, Jonas! Los, vorwärts in den Tempel! Schnell! Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück. Hier drin geht's gleich richtig ab. Halt! Rachel? Rachel? Ihre Augen sind du peinlich. Lebst? Überrascht dich das? So leer. Wo ist Eric? Rach? Tut mir so leid. Du hast die Regeln befolgt. Du hattest einfach keine andere Wahl. Gibt nichts zu diskutieren. Wir wären jetzt beide tot. Das musst du verstehen. Können wir? Er ist es, oder? Sie sind nicht der Hellste, Nick, aber selbst Sie müssen das verstehen. Ihr beide vögelt doch, oder? Sie waren jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Leer hast du nicht drauf? Hört auf! Er ist es, Rachel. Ich weiß es. Halten Sie den Mund, sonst schlage ich zu. Körnel hin, Körnel her. Nicht Nick. Das ist jetzt gerade sehr wichtig, sagt Jens. Okay. Ich wollte warten, Eric. Ganz ehrlich, tut mir leid. Immer treu. Immer treu, was? Beim Kappen des Seils galt das wohl nicht. Freut mich, Sie zu sehen. Dachte, Sie wären tot. Wer hat's noch geschafft? Fast niemand. Mervyn ist tot. Joey. Wahrscheinlich auch. Clarice. Was ist los? Sie war infiziert. Die Dinger haben irgendwas in sie reingepflanzt. Wir waren auf dem Weg hierher, aber sie fiel in den Tod. Eins weiß ich über den Ort hier. Die Toten bleiben nicht tot. Eine Waffe? Jeder Schuss muss sitzen. Leute, Rückzug zum Haupttempel! Ja.
Ohne ihn sind wir blind. Helft mir! Von den Dingern darf keins hier durch! Die sind doch schon drin! Hier kommt niemand mehr rein! Egal, was auf der Einladung steht! Haltet das Tor! Ich werfe den Generator an! Fuck, das fehlt uns noch! Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Das ist ja auch mal wir spannend. Wir bauen den Generator so. Ja, eben. Es ist jetzt hier Arsch. Die wollen hier rein. Sie wird nicht halten. Das ist unser Haus. Wir bestimmen. Nicht drauf! Oh, Scheiße! Sie brechen durch! Die Dinger sind schlimmer als Ratten! Aber es war ein Ticken zu spät. Es ist Zeit für den Rückzug. Jemand was dagegen? Das UV-Licht hat bestimmt mitgenommen. Ja, hat er. Ja? Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann klingt raus damit! Oh, komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Runter? Da geht's nicht raus. Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor. Nix, dachte ich mir, und feuern kann ich sowieso nicht gut, also. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt damit Eric getötet habe. Ich glaube, ich hätte mich aber auch zurückgezogen. Oh. Die Minen! Bleibt in der Mitte, bleibt in der Wand. Bleibt an der Wand! Glaube ich? Nein. Okay. Ja, ich wusste, dass wir sie an der Wand angebracht haben, aber ich dachte, die Drähte wären woanders. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Drähte trotzdem durch die Mitte gehen. Irgendwie habe ich das dann falsch gesehen. Zwei auf einen Streich. Hey, Rückschatz! Kill them all.
Oh. Zwei weniger. Rachel ist tot. Ja, Nick. Wir haben Mist gebaut. Aber jetzt müssen wir unbedingt Abstand zu diesen Dingern gewinnen. Dann habe ich die Konstruktion falsch verstanden, wie sie sich das gedacht haben, wo sie die Drähte langlegen. Leise. Ich glaube, ich höre sie. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Ich bin schockiert gerade, Anna. Es tut mir, ich weiß auch nicht, ob du anders reagiert, wo ich gedacht habe, geh in der Mitte. Also. Der hatte gesagt, der macht das aus. Ja, das schon. Das habe ich halt auch gedacht. Aber ich habe halt gedacht, die werden ja wohl nicht davon ausgegangen, dass die Viecher, wenn sie durch das Tor stürmen, durch die Mitte, nicht durch die Mitte laufen, sondern sich an eine Wand langhangeln. Das macht mich nervös. Ich hätte halt gedacht, dass es mehr helfen, alle zu. Ich war es nicht! Ich war es einfach mal fucking nicht! Die anderen Male war ich es nämlich immer. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Moment, ich hab nur noch einen! Bist du da sicher? Ich war es nicht! Ja, so schön. Ich bin schockiert und ich werde das im Off ändern. Was wirst du ändern? Im Off werde ich die Szene ändern. Dann gehe ich den zurück und ändere das. Vergiss es, du wirst hier gar nichts ändern. Wir spielen das so durch, wie es ist. Ja, aber nachdem wir es durchgespielt haben, dann ist das so offen. Dann kannst du machen, was du willst. Aber ich helfe dir nicht. Nee, brauchst du nicht. Ja, das kleine bisschen, die eine Entscheidung, ob er da kriegt, auch noch hin. Sie könnten uns helfen. Was ihr tun müsst. Ist doch wirklich ganz einfach. Wieso drohst du den jetzt? Und ihr bleibt am Leben. Weil du gesagt hast, ich soll das andere machen. Ich durchlöchere euch. Du willst sie wirklich alle umbringen. Ich wusste das. So schaffen wir das Spiel in 5 Stunden. Schon gut. Das ist nicht das, was du wolltest. Wenn ihr wüsstet, wo ihr schon alles Mist gebaut habt. Sie kommen. Wahrscheinlich liest ihr die ganze Zeit nach. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Helf! Denk nicht einmal dran. Das war irgendwie dumm. Der Feind ist unser Freund. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was er genau. Du hättest ihn die Waffe lassen müssen. Wahrscheinlich. Wir brauchen gerade wirklich jede Hilfe. Das heißt, also du hast wahrscheinlich dafür gesorgt, dass ich nochmal sterbe. Und das mit den Minen. Ja, es ist... Das mit den Minen, wo sie langgelegt worden, das hätte Rika entschieden, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass halt die Drähte nur außen sind. Ich dachte halt dann, dass sie sich dann außen dran vorbei quetschen können und eben nicht drauf gehen, weil die Minen da halt angebracht sind. Und dann am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Ich habe ja auch den einen Marine erdrosselt. Überlebe den Angriff, ist deine einzige Aufgabe jetzt. Wir haben eine Waffe, sehr gut. Du schaffst das. Es sei denn, du möchtest jetzt das Spiel ganz schnell beenden, dann kannst du natürlich alles jetzt... Jason! Okay. Wer ist da? Wer ist da? Thank you.
Ihr Bär hilft eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Das hilft doch nicht. Nee, aber Kruzifix. Okay, er stirbt. Okay. Ich versuche es jetzt. Kruzifix? Naja, er meinte halt, Gewehrkugeln funktionieren nicht. Also war das das Einzige für mich. Ich hätte ja auch falsch stehen können. Ja, aber es... Ja, aber... Das Kruzifix kam jetzt nur noch nicht vor als irgendein hilfreiches Mittel. Nee, aber... Ich kann jetzt so nicht mehr sprechen. Vielleicht ein. Und so spielt man das in 5 Stunden durch. Und bringt einfach alle um. Das meinte ich ja voll mit. Später drauf geht. Das ganze Gehirn weggelutscht. Ich glaube aber wenigstens, ich habe ihn gerettet. Leg dich nie mit einem Marine an. Ach, ja. Hat der nicht nur seine kleine Halskette als Kruzifix gehabt? Beweg dich ja nicht. Wir schaffen das noch sehr. Der Scheiß hier geht auf euch. Ich hab die meisten ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier. Ich wollte dir nichts Böses. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Ach was, ich bin der mit der Knarre. Im Ernst. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Dieter. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Fahren, durchsuche die Ruinen. Okay. Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mich? Rettet ihr mal vor Sorgen? Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Thank you.
alles okay? Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Und wieder getrennt. Das machst du dann gleich wieder. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Luftunterstützung, ja, die haben wir nicht. Der arme Sumera, der täglich auf dem Weg zur Arbeit durch das Tor musste. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Glaub mir, das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Geh durch! Mich fast gekillt. Du hast es nicht geschafft. Fast. Hallo? Okay. Ich möchte gerne gehen, Anna. Ich kann es nicht. Es ist kein Scherz. Ja, ich sehe es ja. Wenn du irgendwas drückst, X-Kreis, irgendwas. Ansonsten geh mal ins Menü und wieder raus oder so. Und es hat sich festgepackt. Ich komm hier nicht. Sonst gehen wir erst in das Spielemenü. Nee, nicht das. Das andere. Achso, Verzeihung. Rechts. Ein toter Bug ist ein guter Bug. Ja, das ist was Blödes jetzt. Ansonsten müssen wir halt das irgendwie nochmal neu laden oder so. Ich wollte gerade sagen, dann tue ich auf Speichern, raus und wieder auf Fortsetzen. Weil, genau. Speichert der jetzt automatisch? Ich meine ja. Weil ja, ich kann es ja hier auch nicht machen. Einstellungen. Genau. Nee, ist ja nicht. Ich kann noch mal fortsetzen probieren, aber... Probier noch einmal fortsetzen und ob... Aber es sieht nicht so aus. Ich kann mich nicht bewegen. Naja, ich sehe es. Nee, funktioniert nicht. Dann musst du noch mal ins Menü. Drück zum Hauptmenü. Und dann gucken wir, ja. Und dann gucken wir, wo wir da rauskommen. Ach Gott, es tut mir jetzt leid. Fortsetzen, ja. Das aber dafür bin ich tatsächlich... Du hast gemerkt, ich habe alles gedrückt. Du hast es gesehen. Ja. Es ging nicht. Und nochmal neu allein. Ich spiele nicht allein. Fortsetzen. Gucken wir mal. Schnell! Ich kann nicht mehr! Okay, passt. Mich fast gekillt. Fast. Ja, geht doch. Was wirst du als erstes tun? Es war aber ein heftiger Bug. Meinen Sohn umarmen. Für Speedrunner wäre das jetzt echt schlecht gewesen. Sind das eigentlich nur Sammelobjekte? Eine Sammelobjekte, weil... Nee, ich meine, wir haben mehrere davon gefunden. Nur wir haben ja bisher nichts damit gemacht, großartig. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob wir bei den anderen Spielen halt auch so... Ich glaube, da waren auch so viele Sachen, die man sammeln konnte. Ja. Deswegen oh, ein neuer Film! Hey.
ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war und sagte, wie leid mir alles tat. Diesen gottverdammten Ort gereist waren, dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie... ließ sie mich schwören, diesen Ort zu begraben. Okay. 21 Uhr. Speedrun Solo. Etwas Schreckliches ist geschehen. 3 Stunden 42 Minuten. Als ich bei meiner Frau saß, na gut, dann bemerkte ich aber vorher schon durchgespielt, was für ein Muss. Lady Bradshaw's Brosche. Das macht man bei Speedruns Solo aber nicht so. Sie muss sich abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Wahrscheinlich nicht. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte von ihr Besitz ergriffen. Er sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Klingt tatsächlich wie Vampire. Ja gut, wir haben ja auch diesen einen ausgesorgten Leichnam gefunden. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Es war warum Anna. Hast du für Saddam gekämpft? Wir hatten keine Wahl. Achso, ich kann da nicht runter, okay. Och, nee, ne? Dein Freund Nick. Ich mag ihn. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Immer so langsam. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Was kommt der nächste Teil? The Devil in Me. Danke. Das war auch nicht sarkastisch gemeint, sorry. Das ist wirklich kein Ansporn. Das ist nicht die einzige Win heute Abend.
die Leute umgebracht hat. Alter, wieso? Moment, geht's denn noch? Das war halt nur wieder mal verdammt knapp. Hm. Ich hasse es. Schmeißt wieder mit Sarkasmus um sich. Du hast sogar Rachel zweimal umgebracht. Das ist nicht wahr. Kann sie nützlich sein. Ich. Ach so. Wenn du 60 Jahre alt bist, dafür habe ich das beim ersten Mal Eric gerettet. Hm. Gut, hat ihm im Endeffekt nicht viel gebracht. Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Kannst du dich? Hm. Okay. Willst du einen Witz hören? Jetzt nicht. Krankengeschichte Mary. Ah ja. 1900. Achso. Ja, da steht. Nichts weiter, deswegen 1930. Alter und Geschlecht steht nichts. Patientin meist bewusstlos, wacht gelegentlich auf und schreit, schwitzt weiterhin krankhaft, Salzversorgung niedrig, Bewegung unter der Bauchdecke um die Nebennieren herum. Er rät zu OP, zu diagnostischen Zwecken, aber ich befürchte, M würde das nicht überleben. 20:10. Ich weiß so nicht, wie man das ausspricht normalerweise. So. Patientin wird immer schwächer, weitere Bewegung unter der Haut, parasitärer Organismus. Fragezeichen, Eintritt des Todes, 20:13. Erik wollte den Witz hören und du hast ihn einfach weggedrückt. Ja. Höhlen. Na scheiße, sorry, da wollten wir ja noch nicht. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Nicht? Da war noch eins, wo ich nicht geguckt habe. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht kann ich's noch, dann gehe ich noch mal eben zur Seite. Ich glaube aber nicht mehr. Hm. Nee, das war's. Dann tut mir jetzt leid. Ach. Deine Frau? Oh oh. Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das Arschloch von vorhin? Er hat es nicht geschafft. Ist okay für mich. Ein Bösewicht weniger. Es kommt der Tag, an dem du dein Verhalten bereuen wirst. Ich bereue nichts. Ich finde das Spiel besser als die letzten. Vor allem ist es jetzt besser, wo die beiden Hauptcharaktere tot sind. Danke, Honey. Danke. Naja, zwei Unsympathen weniger. Warte, ich guck mal eben. Achso, ob wir der Kontrolle wechseln, weil die Batterie los ist. Ja. Einfach genau darauf. Ja. Wunderbar. Ist wahrscheinlich besser für Quicktime-Events, als wenn der dann der Controller leer geht. Das wäre, glaube ich, jetzt ungünstig. Anna hat das Spiel gerettet. Wup, wup. Ich habe mich geopfert und. Das war alles geplant. Mhm. Davon wusste ich aber nur nichts. X? Leuchtet der noch?
Er lädt. Soll ich mal ausmachen, den hier? Doch, wir spielen ja über die PS5, ne? Ja. Was ist, wenn ich den jetzt das hier drücke? Mach mal. Kannst du, wenn du den gedrückt hältst, also geh nochmal raus. Wenn du den lange gedrückt hältst. Den Controller hier ausmachen. Achso. Kommt das? Eigentlich musst du das machen. Warte, ich geh nochmal raus. Jetzt. Das geht halt nicht. Passiert halt nichts. Gar nichts? Nee. Das wundert mich halt. Also das wäre ja theoretisch. Aber es ging doch gerade. Ich habe doch gerade den Controller. Weil es bringt ja nichts. Der ist fast leer. Ja. Ich höre. Moment. Ja, ja. Moment. Wir hören was. Aber hast du gerade gedrückt? Nein, gar nichts. Okay, dann war das doch meins. Nein, irgendwie nee. Der macht. Ich weiß, gerade ging eigentlich Controller wechseln. Da dachte ich, es funktioniert und es macht. Ich hätte es gedacht, dass es der halt bei ist. Der ist der Leere jetzt. Ja. Der Leere? Ja. Genau. Wir wollen jetzt auf den wechseln. Und da dachte ich eigentlich, man macht den an und loggt sich in den gleichen Account ein, dass er das wechselt. Das war zumindest bei meiner PlayStation immer so. Es geht gleich weiter. Kurze technische Probleme. Jetzt hat er den auch angenommen. Probieren wir, mach mal X. Ja, danke schön. Danke. Hast du jetzt irgendwas anderes gemacht? Nö. Einfach rumgeprobiert, irgendwas funktioniert ist. Das ist der Technopath in ihm. Das sind seine mutantischen Fähigkeiten. Hat er sich vielleicht gerade irgendwie verschluckt? Ja, wie vorhin mit diesem scheiß Bug. Das war nicht das Spiel, das war die PS5. Ganz schöne Wundertüte hier. Wir machen auch jetzt bis zum nächsten Spielerwechsel, würde ich sagen. Egal, ob jetzt eine Stunde oder nicht. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Die Spirale in die Tiefe. Ich guck danach aber trotzdem mal nach, wie weit wir jetzt ungefähr sind. Sie müssen runtergegangen sein. Jetzt kann ich ja ein bisschen durchscrollen. Ich weiß, da müsste ja nur nicht weiterlesen dann. Ja. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen. Starte es. Du spinnst. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Sterb schneller, ich muss duschen. Naja, wir spielen es heute eh nicht durch, Erik. Wir spielen es beim nächsten Mal dann ja durch. Also... Wenn noch so 5 bis 10 Minuten. Nee, aber wir spielen das Spiel nicht heute durch. Das nee, deswegen, ich meine, jetzt noch so 5 bis 10 Minuten. Ja. Wir enden auch das vielleicht schon. 15, je nachdem, wie lange Anna ja jetzt an der Reihe ist. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Das könnte schneller gehen als gedacht. Das, ja, wenn du absichtlich... Ich will nicht, dass du jetzt absichtlich schon bist. Das soll ja nicht vor. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben? 2 weniger, 3 stehen noch. Rachel und Eric, im Leben getrennt, im Tode vereint. Es sieht fast so aus, als würden sie versuchen, sie alle umzubringen. Sorry. Hoffen wir mal, dass Sergeant Kay nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim,
Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um Ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen oder um Ihre Überreste zu vergraben. Wahrscheinlich gibt es 3 Akte. Wollen wir jetzt an dieser Stelle aufhören? Würde ich sagen. Ich denke, das passt am besten. Ja. Ja. Das war ja eine sehr erfolgreiche Runde bisher. Ja! Ich bin schön, dass du deinen Plan umsetzen konntest. Ich habe nicht so ganz verstanden. Das hätte mir auch passieren können. Ich hatte nur gedacht, sicher gehen die Mitte. Dann dachte ich, okay, also ich hätte tatsächlich, glaube ich, in dem Falle sicher. Also war es dann unsicher und sicher. Das habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Über den. Und dann stand bei unsicher stand dann an der Wand und sicher stand, geh in die Mitte. Und ich hätte dann tatsächlich, vom Gefühl her hätte ich dann, glaube ich, wirklich sicher gemacht. Ja. Aber das hätte mir auch passieren können. Nee, das habe ich gar nicht gesehen, halt mit sicher und unsicher. Aber ich dachte halt, die Klappe, weil ich ja jetzt die ganze Zeit dir da nicht reinrede. Ich denke, Alter, macht das schon? Und jedes Quicktime-Event, du hast ja wirklich bis auf diesen einen Schuss hast ja alles hingekriegt. Mein Gedanke war halt irgendwie, weil du die halt an der Wand platziert hattest. Mhm. Ich habe halt trotzdem gedacht, dass die Drähte in jedem Fall über die Länge gehen. Ja, ja. Und dass sie aber, wenn ich denen sage, dass sie an der Wand lang gehen sollen, dass sie dann die Dinger sehen können und entsprechend ausweichen können. Ich hätte das wirklich nach diesem unsicher, sicher hätte ich das da entschieden, ich aber nicht, gut. Das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, ich war es diesmal nicht. Das ist auch eine schöne Abwechslung. Auch das ist auch mal ein anderes Gefühl, so mal nicht schuldig dafür zu sein, dass das schwierig ist. Wenn es mich ganz doll stört am Ende, den einen Tod habe ich ja immer noch nicht gerecht, den hatte ich ja dann im Off nochmal probiert beim letzten Mal. Hm. Ja. Dann habe ich es aber danach auch vergessen. Das hat mich anscheinend nicht so sehr belastet, dass ich es nochmal machen musste. Vielleicht werde ich es im Off nochmal irgendwann kicken, aber jetzt spielen wir es erstmal so durch. Dann ist es halt jetzt so. Für heute war es das. Wir gehen jetzt Pizza essen. Ja. Und wir sehen uns dann nächste Woche, gleiche Welle, gleiche Stelle. Bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Beziehungsweise erstmal die Aufnahme stoppen. Ja, genau.